Ist es jedenfalls nicht. Ist er hier oben lang gelaufen? Ja, ne? Ja. Sieht so aus. Wo wir schon mal dabei sind, kann ich auch gleich hier die oben mit sammeln. Ja, Punkte sind Punkte, ne? Immer schön mitnehmen hier. Zehn Punkte für die Kratzer. Hier ist nochmal irgendwas. Über dir! Ja, guck doch! Nee, das ist ja nicht. Griffenstein! Vielen Dank für dein Follow! Nee, das ist halt der normale, dieser Baratot, oder? Barafot, Baraklotz. Was will der denn jetzt von mir? Oh, sehen wir etwa gleich einen Revierkampf, oder was? Ja, oh nice. Okay, erst dachte ich, das wäre ein Wurm. Aber es ist ja doch ein Flugdrache. Der hat sich vergrößert. Moin, spielst du Monster Hunter zum ersten Mal? Jupp, zum ersten Mal. Diablos. Leuchtzeichen ist abgefeuert. Viel Spaß beim Joinen. Oh, Beine macht 15 Damage. Meine Ausdauer. Ist das jetzt der Hals? Müssen wir auch treffen, ne? Ich glaube, ich gehe mal lieber auf den Körper mit der Cam. Wenn ihr da die ganze Zeit den Kopf folgt, glaube ich nicht so geil. Fähigkeit Adrenalin wurde aktiviert. Von mir oder was? Oh, 26 auf dem Körper oder auf dem Bauch.
trink was. Also sowas wie ein Befehl-ID habe ich leider nicht. Aber ich kann sie dir gerne posten. Schon wieder die falsche Taste. Ich schon wieder R1 Waffe wegpacken. Einfach abhaut. Der haut einfach ab, die Nülle. War der Adrenalin-Effekt von dir? Oh, shit. Trink was. Nochmal. Ich spüre das Monster auf. Hey, ist er jetzt echt abgehauen? Ich hier Drachen-Eat-Erz nehme. Sieht nicht so aus. Ändert sich eigentlich jedes Mal die ID, ja, ne? What? Was tot gemacht, ey? Was war das gerade für ein Schuss? Ja, kommt hier nicht mehr weg. Kommt sich nicht mehr weg. Halt, wo ist hier das Kraut? Da oben war. Auf PC spiele ich. Spiel auf PC. Ja, mit Controller, wieso? Hier ist meine Maus. Okay. Kann sie auch in der Mitte stehen lassen, die Maus. Stört mich nicht. Ah, ich komme erstmal zu dir. Muss später farmen.
Ach so, ja, ist leider kein Cross-Plattform-Ding. Nee, geht ja leider nicht. Ach, guck mal, man kann hier einfach so runterrutschen. Cool. Nee, Cross-Plattforming geht leider nicht. Ich würde ja auch gerne mit meiner Gasm mitspielen, aber beziehungsweise mitspielen lassen. Aber sie hat das Spiel zum Beispiel auf der Xbox. Warum fliege ich eigentlich immer auf die Fresse, wenn ich renne? Haben wir gleich soweit, ne? Der braucht nicht mehr viel. Der braucht nicht mehr viel. Dankeschön. Ja, machen wir die Maus wieder weg. Einige Leute stört das. Mir nicht, aber. Gibt Leute da draußen, die stört die Maus. Die denken dann immer, sie ihre eigene Maus. Sag schön, dass ich krieg die eigentlich. Jetzt Knochen. Oh, Manzerknochen Plus, das ist geil. Noch ein Manzerknochen Plus, geil. Kann ich ja doch schon die neue Waffe gleich machen, ne? Mal gleich mal. Stärkere Wasserwaffe. Jägerrang 10. Na, jetzt geht's aber ab hier. GG, Schatzsammler. Diese abgefallenen Sachen, die hebst du gar nicht auf, wa? Oder? Ach, jetzt wäre ich gleich zu denen geportet dort. Du, der da ganz oben stehst. Du hast dir das Recht verdient, das Geheimnis des Drachens zu erfahren, der einen Vulkan auf dem Rücken trägt. Alles, was weiß glitzert, aufheben. Habe ich gemacht? Habe ich gemacht. Aber ich glaube, du hebst das gar nicht auf, oder? Aber ich sehe wahrscheinlich nur meinen eigenen Loot, ne? Deinen sehe ich gar nicht. Das Licht des Lebens selbst hat seine Aufmerksamkeit erregt und ihn von seinem Grab weggelockt. Und jetzt ist er im ewigen Strom verschwunden. Du siehst nur deins. Ah, okay. Also Diablo 3 mäßig. Okay. Der Drache schwebt am Rande des Todes, voller feuriger, lebensspannender Energie. Und der ewige Strom verbindet alle Winkel dieses Kontinents wie die Venen eines schlagenden Herzens. Sollte der Drache dort im Tode erliegen, würden seine Unmengen an Energie durch diese Venen schießen. Sie entzünden und auf dem Kontinent nichts als verbrannte Erde zurücklassen. Dies ist das Geheimnis des Drachens und das Schicksal dieses Landes. Der Lauf der Natur lässt sich nicht abändern. Na klar, im Feuer töten. Alle bitte Ruhe. Werfen wir noch mal einen Blick auf unsere derzeitige Lage. Dank der fleißigen Arbeit der 5. Flotte haben wir ein paar Dinge herausgefunden.
Erstens, der Sora Magdaros ist auf dem Weg zum ewigen Strom. Zweitens, wenn er stirbt, wird die Bioenergie freigesetzt, die er angesammelt hat. Und drittens, der ewige Strom durchströmt jeden Winkel der neuen Welt. Wenn der Sora also im ewigen Strom stirbt, wird seine Bioenergie uns alle zur Hölle schicken. Kommandant, die Kommission sollte die Evakuierung zur obersten Priorität machen. Ich werde meiner Schwester sagen, dass sie das Luftschiff bereit machen soll. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen den Sora Magdaros erlegen. Was? Wir haben garantiert nicht vor, uns alle ins Jenseits zu befördern. Korrekt. Und unser Auftrag hier ist, die Funktion der Bestie im Ökosystem zu erforschen. Nicht sie aus dem Ökosystem zu entfernen. Echt jetzt? Vielleicht habe ich da eine Alternative. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Ich habe etwas recherchiert. Der ewige Strom grenzt doch ans Meer, oder? Wenn wir den Sora Magdaros also aufs offene Meer locken könnten... Dann könnten wir der Explosion entgehen. Und die freigesetzte Bioenergie erschafft im Meer ein neues Ökosystem. Das Leben ginge weiter. Muss ich Sie daran erinnern, Sir, dass unsere Vorräte gerade knapp sind von unseren Fangversuchen? Selbst wenn wir genug Vorräte hätten, mit welcher Waffe könnten wir ihn denn von seinem Weg abbringen? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Vielleicht mit Baumstämmen und dann rollt er so lang? Einen sehr großen Plan. Ist das das, für das ich es halte? Haha, jetzt wird's interessant. What? Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen, Kapitän. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Mehr Sätze? Schön, hier zu sein. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ballisten, Kanonenkugeln und Vorräte. Und auch noch eine kleine Überraschung. Die Gilde hat uns ein fantastisches Schiff gegeben. Kannst du nicht mein Hemd anziehen? Es ist mit der neuesten Anti-Drachen-ältesten Waffe ausgestattet. Einem Drachenspeer. Wow. Ausgezeichnet. Die perfekte Waffe, um den Sora Magdaros aufs offene Meer zu treiben. Der Drachenspeer. Plus 5. Jäger, es geht los. Schließt eure Vorbereitungen ab und begebt euch zum ewigen Sturm. Einzelheiten erkläre ich vor Ort. Wir können das schaffen. Wir müssen das schaffen. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Und jetzt Bewegung. Zeit, den Sora Magdaros zu verabschieden. Für uns alle. Da bin ich ja gespannt, ne? Ob der Drachenspeer plus 5 mit Eisverzauberung Stufe 2 auch wirklich was bringt. Wenn ich so recht überlege, kommen wir mit unserer Forschung erst so richtig voran, seit die 50 ist. Hast du denn was anderes erwartet? Ich hatte gehofft, ihr wäret der Tritt in den Hintern der Kommission, der nötig war, um voranzukommen. Weil ihr seid noch viel mehr. Ihr seid eine richtige Naturgewalt. Ha! Ich nicht. Finrail. Ich werde mir einfach mal selbst dafür auf die Schulter klopfen, dass ich so klug war, euch hierher zu bringen. Hör mir zu. Die Zeit läuft uns davon. Du musst zum ewigen Strom. Was zu tun ist, besprechen wir vor Ort. Viel Glück. Möge der Saphirstern dir den Weg weisen. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Deinen, meinen und den der Gilde. Was ist er denn hier? Was hat der denn für eine Waffe? Das, Alter, hat der ein Snipergewehr? What the fuck? Der hat ja eine richtige Schusswaffe.
Warum hab ich sowas nicht? Naja, gut Damage. Ich glaube, ich würde noch mehr Damage machen, wenn ich Verteidigerwaffen anziehen würde, ja. Ich hoffe, du spielst ohne Verteidigerwaffen. Hey, Liebes, jetzt oder nie, oder? Neue Ware auf Lager. Ja, neue Ware auf Lager. Dann zeig ich mal her, was du hast. Astera Jerky. Stopp Blutungen. Ach, guck mal an. Feingeräte. Ach, hier kann man die kaufen. Oh, hol ich mal welche. Fernglas. Kraftamulett. What? Golden Fischköder. Vielleicht später. Was ist so genau? Objektruhe, ne? Da muss ich das reinpacken. Oh, mal 30 Stück. Warum denn nicht? Wie findest du zu OP? Aber genau so viel Damage machst du gerade zur Zeit. Also im Gegensatz zu mir. Du haust so viel Damage raus, das ist unnormal. Du haust teilweise fast das Doppelte raus. Als ich. Liegt vielleicht auch daran, dass du mehr auf dem Rücken bist oder so. Keine Ahnung, aber... Oder dass du einfach mehr reingehst als ich. Das kann natürlich auch sein, aber trotzdem. Also, mein Schaden kannst du auf jeden Fall nicht mit deinem vergleichen. Das ist eine ganz andere Liga. Diablos, sehr schön. Düngen. Lockmittel. Brauchen wir nicht ernten, da ist ja noch nichts drin. Was soll denn da drin sein? Da ist ja nichts. So, warte mal. Ich kann doch, glaube ich, jetzt meine stärkere Waffe machen, oder? Verbessern. Welche habe ich denn gerade ausgerüstet? Die Steigewehrlanze habe ich gerade ausgerüstet, genau. Ach nee, da brauchen wir das Drachenerzding. Okay. Das ist neu, ja? Ja, also die dritte Stufe könnte ich locker schon machen, aber die halt nicht. Ich kann ja eine Stufe leider nicht überspringen. Hier kann ich die Stufe auch nicht überspringen. Könnte schon eine richtig gute Blitzwaffe machen und eine richtig gute Wasserwaffe. Aber leider habe ich nicht die Zwischenmaterialien dafür. Ach Mann, ey. Hier fehlt mir zwei Pelze und hier fehlt mir eine Flosse und zwei Groß-Gyros-Lederhaut. Nee, ein noch. Also eins eigentlich. Eine Flosse, eine Haut und hier brauche ich zwei Pilze, dann könnte ich bis hier nach vorne durchmachen, ey. Drachengewehrlanze. Oh, mit Drachenschaden? Moment mal. Drachengewehrlanze? Oh Gott. Oma Knochen? What? Verdammt. Der Rest würde ja hinhauen, ey. Aber krumme Knochen? Muss ich mal gucken, wo ich den herkriege. Alles Übungssache. Hab ja fast 800 Stunden im Spiel. Das ist eine Menge, ja, auf jeden Fall. Da hilft nur optionale Quest oder Untersuchungen machen für Items. Ja, mache ich auch sehr viel, denke ich.
Jetzt ja nicht on-stream, aber off-stream, ne? Mache ich das. Okay. Erjage alle Zielmonster. Vielleicht sollte ich die auch mal machen, ne? Vielleicht weniger Hauptquests, mal mehr optionale Quests machen. Hier, ne? Die Dreier-, Vierer- und Fünfer-Sterne. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Ach, guck mal, wir haben eh gerade keine Hauptaufgabe, ne? Ich habe auch nur Fanger bisher so drinnen, ne? Weil ich finde, das Teil der Verwesung für krumme Knochen. Weil ich finde, bei dem Fangen kriegst du halt super viele Items. Und beim Erlegen kriegst du halt nicht so viel wie beim Fangen. Das ist mir zum Beispiel auch schon aufgefallen. Arena-Mädel, Arena-Mädel, Arena-Mädel. Okay, Narrenkakteen. Ne, wenn, dann wollen wir was umkloppen, ne? Komm, hier, machen wir mal einen Pukai-Pukai. Sollte ja relativ schnell gehen, ne? Pukai-Pukai, ja, warte mal, was war denn das nochmal? Dass ich jetzt auch die richtige Waffe dabei habe. Pukai. Pukai. Donner, habe ich noch Donnerwaffe? Donner oder Feuerwaffe? Mal kurz gucken. Donner oder Feuerwaffe? Das ist die Verteidigerlanze. Donner. Donner oder Feuer, ne? Ja, Donner wäre nicht am besten, aber wie gesagt, mir fehlen halt die Zwischenteile dafür. Nehmen wir einfach mal. Pukai Pukai, was ist denn der selber eigentlich? Jetzt bereite ich mich hier voll auf den fetten Kampf vor und dann kommst du gleich wahrscheinlich um die Ecke und haust ihn einfach um. Steht hier eigentlich irgendwo, was der hat? Ob der Feuer ist oder so? Irgendwelche Feuerangriffe hat? Nee, ne? Wasserelemente hat der, wa? Pukai, Wasser, X. Kann man das daran sehen? So, schauen wir uns mal, wo ist diese einzelne Brille, ne? Ach, weißt du was, komm. Geh nochmal auf Schmetterling. Warum nicht? Wir sind da eh zu zweit, was soll dann schieflaufen, oder? Was soll denn da schief laufen? Für Donner brauchst du Tobi Kadashi, der ist Gift. Da er trifft. Mhm. Die Spezialarena, die mit der ist mit Kanonen, Ballisten und einer Falle der herabfallenden Felsen ausgestattet. Jage mit Hilfe dieser Ausrüstung deine Ziele. Wenn du ein Monster auf einer Quest oder Expedition erjagst, wird dessen Spezialarena-Quest freigeschaltet. Mit einigen Ausnahmen. Die Reihenfolge auf der Questtafel ist zufällig. Okay. Mal was essen. Mhm. Was ist das hier? Achso, Munition.
der mit seinem Gift. Ich erinnere mich dran. Hier kann man den jetzt aber auch fangen, oder was, wenn man möchte? Ist gerade irgendwas im Essen, ne? Gerade. Hat irgendwas gemacht? Keine Ahnung, was. Kann man den jetzt hier auch fangen oder kann man den nur töten? Weil der wäre nämlich so weit. HP, 1 HP. Der war kurz davor zu krepieren. Kurz vorm Tod war der. Also richtig kurz vorm Tod. Willkommen zurück! Questbelohnung. So viele Feingeräte kriege ich einfach? Krass. Einfach so geschenkt? Geil. So, mit Cyberpunk 2077 wird das wohl erstmal nichts. Auf der Xbox? Ah, wir hatten doch gerade einen Pukai Pukai. Kommst du denn auf Tobi Kadashi? Objekte können geliefert werden. Safari ist zurück. Beutezug abgeschlossen. Das ist in einem Beutezug. Okay. Kann ich hier auch eine Safari durchschicken oder muss ich dafür extra in das andere Gebiet? Alldampf voraus! Ach, das ist ein Beutezug. Drei. Vier. Fünf. Fünf Beutezüge waren fertig. Fange einen großen Kampfwiebe. Förderplätze. Pilze. Keine Ahnung, Tor der Verwesung oder was? Und? Ja, lass ich erstmal. Untersuchungen. Alter, wie viel habe ich denn da jetzt bekommen? Fange, fange, fange. Fange. Wegen deiner Donnerwaffe?
Ach so, ja, wo ich die Teile herkriege, das kann ich ja dann gucken immer hier über die Jägernotizen. Das ist nicht das Problem. Da sehe ich auch Giftbeute, Monsterknochen und so. Das ist nicht das Problem. Letztens musste ich allerdings im Internet mal gucken, wo ich hier kleines Leder oder sowas herbekomme. Das war dann von diesem komischen, ich sag jetzt mal Reh. Von den Hirschen und Rehen. Allgemein, sie sagen, sie haben aus Fehlern gelernt und machen nun genau dasselbe wie vorher und ziehen ihre Roadmap durch in deinen Raum, wie erwähnt. In meinen Raum? Safari geht erst nur in den Forschungsbasis. Mädchen sagt in meinem Raum. Der hier wird. Nee, das finde ich voll geil. Warte. Der hier. Sehr Alter, wie sieht das denn aus? Oh. Die da so wie mit geschwellter Brust, ey, what the fuck? Nee, die hier sieht ganz cool aus mit dem roten Rock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, welche war noch cool? Ja, Sonnenschein, natürlich. Der Bienchen-Ding sieht auch cool aus. Shangni, nee, nicht so wirklich. Dafür sind die Beine viel zu dünn. Weil Shangni hat Oberschenkel so dick wie der Kopf. Und dann kommt es ja später. Raum wechseln. Privatraum. Nee. Haustiere platzieren. Dann kommt das erst später. Wenn man Einzelzimmer hat, Privatraum, soll ich wechseln? Okay. Raum wechseln, Privatraum. Luxuswohnung. Achievement gerade bekommen. Sieht ja wirklich aus wie eine Luxuswohnung. Cool. Also. Da können wir jetzt raus und ein bisschen gucken. Baliku verwalten, was ist da eigentlich? Einsetzen, Wartezustand. So, jetzt mit dem Typen hier wahrscheinlich reden, ne? Haushälter. Schnurtrupp Safari, cool. Kann ich das ja doch von hier aus machen? Brauche ich ja nicht jedes Mal hin und zurückreisen. Losschicken. Lokis, Top-Auswahl oder Forscher von Maurice. Ach, das ist von dir. Ah, okay. Müsste aber das meine erstmal selber punkten, wa? Jo, klappt. Alles gut. Korallenhochland machen wir. Die da unten, genau. Links unten in der Ecke. Von dem brauchte ich das Leder. Das musste ich allerdings im Internet gucken, wo ich das Leder herkriege. So, was kann der noch?
genau dasselbe wie bei dem anderen auch, nur dass ich hier Safari-Truppe mehr habe. Okay. Das ist ja ruhig. Das hätten sie doch in den anderen Raum auch reinmachen können. So, Tobi Kadashi. Da hast du gesagt, der ist Donner, ne? Elemente Wasser ist ganz gut. Oder Gift ist ganz gut. Habe ich denn eine Wasserwaffe? Ja, ne, ich habe eine Wasserwaffe. Aber ich brauche eh noch mal ein bisschen Zeug irgendwie. So oder so. Warst du schon mal in der Versammlungsstätte? Nope. Ich glaube, einmal war ich drinne, ja, aber die war leer. Da konnte ich nichts machen. Ich mag Schlaf und Giftwaffen, das glaube ich dir. Hey, dein Zeug ist unten, ja? Ab Reihe 2. Also wie ich es gesagt habe. So, kurz mal was essen. Böser Tobi. Böser Tobi. Wo will der denn langfliegen? Oh, da liegt was Weißes auf dem Boden. Aufheben hier. Upsala. Komm, 35 hat er noch, komm. So, nachladen? Nee. Komm mal hin. Sechsundzwanzig.
Schnarcht der? Wart nur ab. Wieso? Was ist denn? Ich bin wie eine Elster. Wenn da was Weißes glänzt, wird alles abgebrochen und gesammelt. Hey, kriegt man voll viele Fallengeräte. Das finde ich ja geil. Ja, ich habe noch nicht so... Also meistens sehe ich das ja, ne? Aber manchmal sehe ich das gar nicht, das weiße Zeug. Und mit manchmal meine ich so, zu 5% sehe ich das erst voll spät und zu 5% vielleicht auch gar nicht. Kann auch sein, dass schon ein oder zweimal mir was durch die Lappen gegangen ist. Warte mal, ich brauchte doch Tobi Kadashis Zeug, oder? Warte mal. Ich gehe noch mal ganz kurz zur Schmiede, um zu gucken, was ich brauche. Vielleicht glaube ich, kann ich ja da so eine optionale Quest damit machen. Das wäre natürlich richtig gut. Wenn du an der Höhle, in der Hölle, vor dir stehst und der Dämon deinen Namen liest, er wird dir deine liebe Grüße ausrichten und dir die Spezialen. Oh, der Massageraum. Ja, darauf freue ich mich schon. Ah, Mann, mir fehlt immer noch der Scheiß. Also wir bräuchten, also ich bräuchte. Ja, Drachen-Eat-Erz. Ein Stück bräuchte ich noch. Eins. Dann könnte ich wenigstens nochmal eine neutrale Stahlgewehrlanze bauen. Ohne irgendwelche Sachen drauf. Aber ich könnte jetzt Blitz bauen. Aber ich lasse das erstmal so kommen. Diese Knochen plus, die will ich mir für die anderen Sachen aufheben. Ich hätte einen Strombeutel gebraucht und habe ihn nicht bekommen. Naja, ist halt ja, random. Da kann man nichts machen, du. Mit Salz und Essig in die Brandwunden. Was denn für Brandwunden? Du meinst jetzt, du meinst natürlich die Massage von den Succubus, ne? Die meinst du doch. Wir reden nicht von deiner Behandlung, wir reden hier von meiner Behandlung. Fähigkeiten sind auch mal andere, wa? Oh, jetzt habe ich gar keine Falle mitgenommen.
nicht. Achso. Weil ich die Taste halten muss, deswegen. Okay. Da liegt was. What is it? Eine Träne. Einmal zu viel gedrückt, wie immer. Er ist soweit. Der Junge ist gar. Oder weniger, ja. Krass. Punching Ball habe ich nicht gesehen. war mit mir selber beschäftigt. Alter, kriegen wir viel Zeug. What the fuck, ey. Fruchtbarer Schlamm. Okay. Das ist neu. Ich krieg sogar kleine und große Fässer, das ist geil. Du hast angegriffen und mich dadurch gekickt und der hat mich dann durch die Luft gehauen. Also gibt es doch so eine Art Friendly Fire, ne? Ja, macht keinen Damage, aber ist trotzdem wahrscheinlich nervig, wenn du dann die ganze Zeit da hoffen wirst. Von deinem Mitspieler.